nach der Umrüstung der F104 auf den Martin Baker Schleudersitz GQ7A werde ich Sie nun mit diesem Rettungssystem näher vertraut machen bzw. Ihnen eine Einweisung geben. Wir wollen uns dieses Gerät jetzt näher ansehen. Der vollautomatische Schleudersitz MKGQ7A ist ein Gerät zur Rettung von Flugzeugbesatzungen aus Luftnot. Und zwar bei Fluggeschwindigkeiten von 0 bis 600 Knoten. Das Rettungssystem besteht aus 4 Hauptbaugruppen. Schleudersitz, Rettungsfallschirm, Notsauerstoffsystem und Schlauchbootpackung. Alle Baugruppen sind so aufeinander abgestimmt, dass der reibungslose Funktionsablauf des Rettungsvorganges sichergestellt ist. Zur Auslösung des Schleudersitzes ist nur ein einziger Handgriff erforderlich. Ziehen des oberen oder des unteren Abzugsgriffes. Der obere Abzugsgriff. Er besteht aus 2 schwarz-gelb markierten Griffschlaufen. Der untere Abzugsgriff. Ebenfalls schwarz-gelb markiert. Das kombinierte Gurtzeug mit Beinrückholgurten. Der Fallschirmbehälter. Der Schlauchbootbehälter. Schauen wir uns den Sitz ohne Gurtzeug an. Hier die Notsauerstoffflasche. Die Sitzwanne. Der Handnotauslösegriff. Der Steuerschirmbehälter. Die Steuerschirmkanone. Das Auslösegestänge der Schleudersitzkanone. Das Auslösegestänge der Steuerschirmkanone. Der Leinenschneider. Das PEC-Gerät. Das Auslösegestänge des Kabinendachabwurfmechanismus. Die Zusatzraketenpackung. In Höhen unter 15.000 Fuß beträgt die Zeit vom Ziehen entweder des oberen oder des unteren Abzugsgriffs bis zum Hängen am Schirm nur 4 Sekunden. Was in diesen wenigen Sekunden geschieht, sehen wir uns jetzt an. Ziehen des oberen oder unteren Abzugsgriffes. Auslösung der Körperrückholung. Abwurf des Kabinendaches. Zünden der Schleudersitzkanone. Entriegelung des Schleudersitzes. Auslösung des Auslösezeitwerkes. Auslösung der Steuerschirmkanone. Auslösung der Notsauerstoffanlage. Anziehen der Beinrückholgurte. Trennung des PEC-Flugzeugteiles vom PEC-Sitzteil. Zündung der Zusatzraketenpackung. Ablauf des Auslösezeitwerkes. Herausschießen der Steuerschirme, Stabilisierung und Abbremsung des Sitzes. Entriegelung des Scherenschäkels, Freigabe der Sitzgurtschlösser, Trennung des Piloten vom Sitz. Öffnen des Scherenschäkels und Auszug des Rettungsfallschirmes. Öffnen des Rettungsfallschirmes. Rettungsfallschirm vollgefüllt. Der Flugzeugführer zieht am Griff, die Schleudersitzkanone zündet. Die Beinrückholgurte werden angezogen und blockiert. Die Zusatzraketenpackung zündet und gibt dem Sitz zusätzlichen Schub. Der Steuerschirm schießt heraus, der Sitz wird abgebremst und stabilisiert. Das Auslösezeitwerk gibt den Fallschirm frei. Gleichzeitig wird der Flugzeugführer aus dem Sitz gehoben. Der Sitz fällt ab.
Der Fallschirm wird herausgezogen, er öffnet sich. Der Fallschirm ist voll gefüllt. Der komplizierte Vorgang, den wir eben gesehen haben, wird durch einen einzigen Handgriff ausgelöst, durch das Ziehen entweder des oberen oder des unteren Abzugsgriffes. Sehen wir uns den Ablauf noch einmal mit den genauen Zeiten an. 03, 05, 06, 07, 10, 15, 16, 25, 30, 35, 40. Und das ist der Ablauf in genau 4 Sekunden. So sieht das im Bild aus. Die Ausschusskurven sind verschieden. Hier die ungefähre Schleuderkurve bei einer mittleren Geschwindigkeit. Das ist die Schleuderkurve bei Ausschuss aus dem Stand. Und bei einer hohen Geschwindigkeit sieht sie etwa so aus. Bei all diesen Ausschüssen arbeitet das Auslösezeitwerk. Es ist blockiert bei einer Beschleunigung über 4G und bei einer Höhe über 5000 Meter. Bei einer Beschleunigung unter 4G gibt die G-Kontrolle zwar das Auslösezeitwerk frei, aber über 5000 Meter blockiert noch der Barostat. Erst unter 5000 Meter gibt auch der Barostat frei. Umgekehrt ist es ebenso. Bei einer Höhe unter 5000 Meter gibt der Barostat zwar frei, aber die G-Kontrolle blockiert, wenn die Beschleunigung über 4G liegt. Erst unter 4G gibt auch die G-Kontrolle das Auslösezeitwerk frei. Das Zeitwerk kann ablaufen und den Scherenschäkel öffnen. Der Fallschirm wird frei. So viel zur kurzen theoretischen Einführung. So, nun wollen wir uns mit der Praxis beschäftigen. Die Funktionstüchtigkeit des Schleudersitzes hängt von der sorgfältigen Wartung und den periodischen Nachprüfungen ab. Sie werden nach dem vorgeschriebenen Zeitplan durchgeführt. Zeitplan der durchzuführenden Wartung und periodischen Nachprüfung. Ohne Ausbau des Sitzes? Täglich, wöchentlich, einmonatlich, zweimonatlich. Mit Ausbau des Sitzes? Dreimonatlich, sechsmonatlich, zwölfmonatlich. Bei jeder Arbeit am Schleudersitz oder im Flugzeugführerraum ist die Einhaltung folgender Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Es ist immer zu prüfen, ob die folgenden Sicherungen vorhanden sind. Der Stift in der Bohrung des oberen Abzugsgriffes. Die Sicherungsscheibe des unteren Abzugsgriffes nach oben geklappt. Bei Wartungsarbeiten sind darüber hinaus folgende Stifte einzusetzen. In den Kabinendachinitiator, in den Auslösekeil der Zündvorrichtung der Körperrückholung, in den Auslösekeil der Zündvorrichtung des Leinenschneiders, in den Auslösekeil für die Zündvorrichtung des Raketenpackes, in die Sicherheitsbohrung im Gehäuse der Steuerschirmkanone und in die Bohrung des Auslösehebels für die Notsauerstoffflasche. Nach Durchführung einer der genannten Sicherheitsmaßnahmen ist der Schleudersitz nicht einsatzbereit. Er ist jetzt gesichert. Die Wartungsarbeiten und die periodischen Nachprüfungen
erstrecken sich grundsätzlich auf den Schleudersitz mit der gesamten Sicherheitsausrüstung und auf die Befestigung des Sitzes im Flugzeug. Jedes einzelne Bauteil ist sorgfältig auf Beschädigungen, Korrosionserscheinungen, Verschmutzung, übermäßige Feuchtigkeit oder Nässe zu überprüfen. Sehen wir uns jetzt einmal an, welche Arbeiten ausgeführt werden müssen, damit der Schleudersitz für den Flug wieder einsatzbereit ist. Folgende Sicherungsstifte müssen entfernt und verstaut werden. Von der Schleudersitzkanone, von der Körperrückholvorrichtung, vom Kabinendachabwurfmechanismus, von der Steuerschirmkanone. Im Leistungshebelgehäuse werden diese Sicherungsstifte untergebracht. Für die Schleudersitzkanone, für die Körperrückholung, für den unteren Abzugsgriff, für das Raketenpack, für den Leinenschneider. Hierhin kommt später der Sicherungsstift für den oberen Abzugsgriff. Die Sicherungsstifte für Kabinendachinitiator mit Steuerschirmkanone werden vom Wart in der Kartentasche verstaut. Jetzt kommt der Teil, der besonders Sie als Flugzeugführer betrifft. Vor dem Einsteigen ins Flugzeug haben Sie sich davon zu überzeugen, dass der Schleudersitz einsatzbereit ist. Dazu gehört Sicherungsstift im oberen Abzugsgriff eingesetzt. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Schleudersitzkanone entfernt. Sicherungsstift aus dem unteren Abzugsgriff entfernt. Die Sicherungsscheibe muss nach oben gedreht sein. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Raketenpackung entfernt. Sicherungsstift aus dem Auslösehebel für die Notsauerstoffflasche entfernt. Handrad der Sitzverriegelung entfernt. Anzeigestift des Verriegelungsbolzens und der Rand der Stahldüse schließen miteinander ab. Fallschirmausziehleine verläuft durch den Leinenschneider. Kupplungsstück fest verschraubt. Sicherungsstift aus dem Initiator der Kabinendachabwurfanlage entfernt. Sicherungsstift aus der Sicherheitsbohrung der Steuerschirmkanone entfernt. Kabinendachabwurfanlage angeschlossen. Abzugstange der Steuerschirmkanone eingehängt. Bügel im Auslösekeil der Schleudersitzkanone eingehängt. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Zündvorrichtung der Körperrückholung entfernt. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Zündvorrichtung des Leinenschneiders entfernt. Steuerschirmausziehleine liegt frei. Erst wenn Sie all dies nach Ihrer Checkliste überprüft haben, dürfen Sie sich ins Flugzeug setzen. Zur Demonstration sehen wir das jetzt am ausgebauten Gerät. Hauptbefehl Platz, Sie haben die Beingurte bereits angelegt. Bitte setzen Sie sich einmal auf den Sitz. Beim Einstellen der Sitzwannenhöhe ist darauf zu achten, dass innerhalb von 10 Minuten die elektrische Sitzhöhenverstellung nicht länger als 30 Sekunden betätigt werden darf. Die maximale Sitzhöhe ist so einzustellen, dass zwischen Fliegerhelm und Kabinendach mindestens Zeige- und Mittelfinger oder der Daumenballen Platz finden. Die Beinrückholgurte sind zu befestigen und einzustellen. Schlauchbootpackung anschließen. Das kombinierte Gurtzeug anlegen und einstellen. Der Wart hilft dem Flugzeugführer beim Anlegen des Gurtzeuges. Hier im Lehrsaal genauso wie draußen. Das Zentralschloss wird auf gesichert gestellt und die Sicherungsfeder eingesetzt. Schulterblockierung prüfen. Versorgungsleitungen anschließen. Erst unmittelbar vor dem Rollen zum Start dürfen Sie dem ersten Wart das Zeichen geben,
dass der Sicherungsstift aus dem oberen Abzugsgriff entfernt werden soll. Den Sicherungsstift nehmen Sie und verstauen ihn ebenfalls im Leistungshebelgehäuse. Zum Schluss müssen Sie die Sicherungsscheibe des unteren Abzugsgriffes nach unten klappen. Erst jetzt dürfen Sie zum Start rollen. Wir werden gleich sehen, was Sie beachten müssen, wenn Sie vom Flug zurückkehren. Der Flugzeugführer muss so lange im Flugzeug sitzen bleiben, bis der erste Wart den oberen Abzugsgriff mit dem Sicherungsstift gesichert hat. Anschließend wird die Sicherungsscheibe des unteren Abzugsgriffes nach oben gedreht. Die Versorgungsleitungen werden getrennt und das Gurtzeug abgelegt. Die Schlauchbootverbindungsleine gelöst und schließlich die Beinrückholgurte entriegelt. Erst dann dürfen Sie aussteigen. Am Boden. Und nun wollen wir uns das Aussteigen in der Luft ansehen. Mit einem einzigen Handgriff wird der Schleudersitz ausgelöst. Mit beiden Händen beide Bügel des oberen Abzugsgriffes fest erfassen. Ellenbogen so weit wie möglich nach innen drücken. Abzugsgriff kurz und kräftig nach unten ziehen und festhalten. Erst wenn der Gesichtsschutz vollständig heruntergezogen ist, wird die Schleudersitzkanone ausgelöst. Falls der Schleudersitz mit dem unteren Abzugsgriff ausgelöst wird, achten Sie unbedingt auf Folgendes. Mit einer Hand den unteren Abzugsgriff ergreifen. Mit der freien Hand fest das Handgelenk der am Abzugsgriff befindlichen Hand umfassen. Aufrechte Körperhaltung einnehmen und kräftig nach oben ziehen. Versagt die Automatik, muss der Flugzeugführer sich mit dem Handnotauslösegriff vom Sitz trennen. Den Fallschirm muss er dann manuell ziehen. Hier zunächst ein Erprobungsausschuss. Im Ernstfall trennt sich natürlich der Sitz vom Flugzeugführer. Und so sieht das in der Luft aus, hier beim Ausschuss aus einem englischen Militärflugzeug demonstriert. Wir sehen, dass der Schleudersitz MKGQ7A Flugzeugführer retten kann, wenn er sorgfältig gewartet wird und wenn der Flugzeugführer mit diesem Rettungsgerät umzugehen versteht. Achtung!
Bei Nichtbeachtung der gezeigten Sicherheitsmaßnahmen kann die Schleudersitzkanone oder die Steuerschirmkanone unbeabsichtigt ausgelöst werden. Das kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen der Person führen, die am Schleudersitz oder im Flugzeugführerraum arbeitet. Und das ist der Ablauf in genau 4 Sekunden. So sieht das im Bild aus. Die Ausschusskurven sind verschieden. Hier die ungefähre Schleuderkurve bei einer mittleren Geschwindigkeit. Das ist die Schleuderkurve bei Ausschuss aus dem Stand. Und bei einer hohen Geschwindigkeit sieht sie etwa so aus. Bei all diesen Ausschüssen arbeitet das Auslösezeitwerk. Es ist blockiert bei einer Beschleunigung über 4G und bei einer Höhe über 5000 Meter. Bei einer Beschleunigung unter 4G gibt die G-Kontrolle zwar das Auslösezeitwerk frei, aber über 5000 Meter blockiert noch der Barostat. Erst unter 5000 Meter gibt auch der Barostat frei. Umgekehrt ist es ebenso. Bei einer Höhe unter 5000 Meter gibt der Barostat zwar frei, aber die G-Kontrolle blockiert, wenn die Beschleunigung über 4G liegt. Erst unter 4G gibt auch die G-Kontrolle das Auslösezeitwerk frei. Das Zeitwerk kann ablaufen und den Scherenschäkel öffnen. Der Fallschirm wird frei. So viel zur kurzen theoretischen Einführung. So, nun wollen wir uns mit der Praxis beschäftigen. Die Funktionstüchtigkeit des Schleudersitzes hängt von der sorgfältigen Wartung und den periodischen Nachprüfungen ab. Sie werden nach dem vorgeschriebenen Zeitplan durchgeführt. Zeitplan der durchzuführenden Wartung und periodischen Nachprüfung. Ohne Ausbau des Sitzes? Täglich, wöchentlich, einmonatlich, zweimonatlich. Mit Ausbau des Sitzes? Dreimonatlich, sechsmonatlich, zwölfmonatlich. Bei jeder Arbeit am Schleudersitz oder im Flugzeugführerraum ist die Einhaltung voll für den unteren Abzugsgriff, für das Raketenpack, für den Leinenschneider. Hierhin kommt später der Sicherungsstift für den oberen Abzugsgriff. Die Sicherungsstifte für Kabinendachinitiator mit Steuerschirmkanone werden vom Wart in der Kartentasche verstaut. Jetzt kommt der Teil, der besonders Sie als Flugzeugführer betrifft. Vor dem Einsteigen ins Flugzeug haben Sie sich davon zu überzeugen, dass der Schleudersitz einsatzbereit ist. Dazu gehört Sicherungsstift im oberen Abzugsgriff eingesetzt. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Schleudersitzkanone entfernt. Sicherungsstift aus dem unteren Abzugsgriff entfernt. Die Sicherungsscheibe muss nach oben gedreht sein. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Raketenpackung entfernt. Sicherungsstift aus dem Auslösehebel für die Notsauerstoffflasche entfernt. Handrad der Sitzverriegelung entfernt. Anzeigestift des Verriegelungsbolzens und der Rand der Stahldüse schließen miteinander ab. Fallschirmausziehleine verläuft durch den Leinenschneider. Kupplungsstück fest verschraubt. Sicherungsstift aus dem Initiator der Kabinendachabwurfanlage entfernt.
Sicherungsstift aus der Sicherheitsbohrung der Steuerschirmkanone entfernt. Kabinendachabwurfanlage angeschlossen. Abzugstange der Steuerschirmkanone eingehängt. Bügel im Auslösekeil der Schleudersitzkanone eingehängt. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Zündvorrichtung der Körperrückholung entfernt. Sicherungsstift aus dem Auslösekeil der Zündvorrichtung des Leinenschneiders entfernt. Steuerschirmausziehleine liegt frei. Erst wenn Sie all dies nach Ihrer Checkliste überprüft haben, dürfen Sie sich ins Flugzeug setzen. Zur Demonstration sehen wir das jetzt am ausgebauten Gerät. Hauptbefehl Platz, Sie haben die Beingurte bereits angelegt. Bitte setzen Sie sich einmal auf den Sitz. Beim Einstellen der Sitzwannenhöhe ist darauf zu achten, dass innerhalb von 10 Minuten die elektrische Sitzhöhenverstellung nicht länger als 30 Sekunden betätigt werden darf. Die maximale Sitzhöhe ist so einzustellen, dass zwischen Fliegerhelm und Kabinendach mindestens Zeige- und Mittelfinger oder der Daumenballen Platz finden. Die Beinrückholgurte sind zu befestigen und einzustellen. Fuchsgriffes. Auslösung der Körperrückholung. Abwurf des Kabinendaches. Zünden der Schleudersitzkanone. Entriegelung des Schleudersitzes. Auslösung des Auslösezeitwerkes. Auslösung der Steuerschirmkanone. Auslösung der Notsauerstoffanlage. Anziehen der Beinrückholgurte. Trennung des PEC-Flugzeugteiles vom PEC-Sitzteil. Zündung der Zusatzraketenpackung. Ablauf des Auslösezeitwerkes. Herausschießen der Steuerschirme, Stabilisierung und Abbremsung des Sitzes. Entriegelung des Scherenschäkels, Freigabe der Sitzgurtschlösser, Trennung des Piloten vom Sitz. Öffnen des Scherenschäkels und Auszug des Rettungsfallschirmes. Öffnen des Rettungsfallschirmes. Rettungsfallschirm vollgefüllt. Der Flugzeugführer zieht am Griff, die Schleudersitzkanone zündet. Die Beinrückholgurte werden angezogen und blockiert. Die Zusatzraketenpackung zündet und gibt dem Sitz zusätzlichen Schub. Der Steuerschirm schießt heraus, der Sitz wird abgebremst und stabilisiert. Das Auslösezeitwerk gibt den Fallschirm frei. Gleichzeitig wird der Flugzeugführer aus dem Sitz gehoben. Der Sitz fällt ab. Der Fallschirm wird herausgezogen, er öffnet sich. Der Fallschirm ist voll gefüllt. Der komplizierte Vorgang, den wir eben gesehen haben, wird durch einen einzigen Handgriff ausgelöst, durch das Ziehen entweder des oberen oder des unteren Abzugsgriffes. Sehen wir uns den Ablauf noch einmal mit den genauen Zeiten an. 03, 05, 06, 07, 10, 15, 16, 25, 30, 35, 40. Und das ist der Ablauf in genau 4 Sekunden. So sieht das im Bild aus. Die Ausschusskurven sind verschieden. Hier die ungefähre Schleuderkurve bei einer mittleren Geschwindigkeit. Das ist die Schleuderkurve bei Ausschuss aus dem Stand. Und bei einer hohen Geschwindigkeit sieht sie etwa so aus. Bei all diesen Ausschüssen arbeitet das Auslösezeitwerk. Es ist blockiert bei einer Beschleunigung über 4G und bei einer Höhe über 5000 Meter. Stabilisierung und Abbremsung des Sitzes. Entriegelung des Scherenschäkels, Freigabe der Sitzgurtschlösser, Trennung des Piloten vom Sitz. Öffnen des Scherenschäkels und Auszug des Rettungsfallschirmes. Öffnen des Rettungsfallschirmes. Rettungsfallschirm vollgefüllt. Der Flugzeugführer zieht am Griff, die Schleudersitzkanone zündet. Die Beinrückholgurte werden angezogen und blockiert.
Die Zusatzraketenpackung zündet und gibt dem Sitz zusätzlichen Schub. Der Steuerschirm schießt heraus, der Sitz wird abgebremst und stabilisiert. Das Auslösezeitwerk gibt den Fallschirm frei. Gleichzeitig wird der Flugzeugführer aus dem Sitz gehoben. Der Sitz fällt ab. Der Fallschirm wird herausgezogen, er öffnet sich. Der Fallschirm ist voll gefüllt. Der komplizierte Vorgang, den wir eben gesehen haben, wird durch einen einzigen Handgriff ausgelöst, durch das Ziehen entweder des oberen oder des unteren Abzugsgriffes. Sehen wir uns den Ablauf noch einmal mit den genauen Zeiten an. 03, 05, 06, 07, 10, 15, 16, 25, 30, 35, 40. Und das ist der Ablauf in genau 4 Sekunden. So sieht das im Bild aus. Die Ausschusskurven sind verschieden. Hier die ungefähre Schleuderkurve bei einer mittleren Geschwindigkeit. Das ist die Schleuderkurve bei Ausschuss aus dem Stand. Und bei einer hohen Geschwindigkeit sieht sie etwa so aus. Bei all diesen Ausschüssen arbeitet das Auslösezeitwerk. Es ist blockiert bei einer Beschleunigung über 4G und bei einer Höhe über 5000 Meter. Bei einer Beschleunigung unter 4G gibt die G-Kontrolle zwar das Auslösezeitwerk frei, aber über 5000 Meter blockiert noch der Barostat. Erst unter 5000 Meter gibt auch der Barostat frei. Umgekehrt ist es ebenso. Bei einer Höhe unter 5000 Meter gibt der Barostat zwar frei, aber die G-Kontrolle blockiert, wenn die Beschleunigung über 4G liegt. Schmierte Gurtzeug anlegen und einstellen. Der Wart hilft dem Flugzeugführer beim Anlegen des Gurtzeuges, hier im Lehrsaal genauso wie draußen. Das Zentralschloss wird auf gesichert gestellt und die Sicherungsfeder eingesetzt. Schulterblockierung prüfen. Versorgungsleitungen anschließen. Erst unmittelbar vor dem Rollen zum Start dürfen Sie dem ersten Wart das Zeichen geben, dass der Sicherungsstift aus dem oberen Abzugsgriff entfernt werden soll. Den Sicherungsstift nehmen Sie und verstauen ihn ebenfalls im Leistungshebelgehäuse. Zum Schluss müssen Sie die Sicherungsscheibe des unteren Abzugsgriffes nach unten klappen. Erst jetzt dürfen Sie zum Start rollen.